Kennt ihr das, wenn ihr etwas habt, von dem ihr wisst, dass es schlecht für euch und auch den Rest der Menschheit ist, aber ihr wisst nicht, wollt ihr mehr davon haben oder müsst ihr euch doch die Knarre in den Mund stecken? Und genau das ist Thomas. Seit ich seinen Schrottkanal wiedergefunden habe, kann ich mir nicht aufhören, seinen Blödsinn in mir anzugucken. Kurz für den Kontext. Einige Leute sind ein Verkehrsunfall. Thomas ist ein 5D-Verkehrsunfall mit tausenden Toten und Verletzten in Low Gravity. Das ist wow. Außerdem ist er ein perfektes Fallbeispiel, warum ich nie wieder irgendwelche ernsthaften Videos machen muss in diesem Themenbereich. Für alle von euch, die es nicht wissen, und warum solltet ihr es wissen, Thomas hat ein neues Video draußen. Oh Wunder, oh Wunder. Ich gebe dem Video 3 Tage Lebenszeit. So wie all seine Videos. jedenfalls hat er ein neues Video draußen und dieses Video ist interessant. Hauptsächlich, weil er Kritiker und Milchbubis vergleicht. Mit dieser tollen Aussage hier. Die Kommentatoren unter meinen Videos pusten sich so dermaßen auf, nur um den Schein zu erzeugen, dass sie meine Kritiker wären. Also bereitet euch vor, denn... Today's topic is complete cringe. Diese Milchbubis denken wirklich, dass sie mich kritisieren. Dabei sind sie noch nicht einmal im Ansatz dazu in der Lage. Was diese Milchbubis als Kritik bezeichnen, ist nichts anderes als kindisches Herumgefläme. Thomas, darf ich dich daran erinnern, dass ich dir eine Analyse deines fucking Anime-Videos gezeigt habe, nach über einem Jahr von keinem Kontakt mehr, weil ich den Scheiß zufällig gefunden habe? Und deine Reaktion darauf war, kindisch den Kopf in den Sand zu stecken und mich danach zu blocken wie die kleine Bitch, die du bist. Entschuldige bitte, aber wenn ich dir erkläre, ja, du machst einen Vergleich, das wäre so wie zu sagen, ich rechne 2 plus 2 ist 4, aber sage ich addiere nicht. Und deine Reaktion darauf ist, ja, dann rechne doch mal. Dann kannst du andere nicht als kindisch bezeichnen. Das wäre so, als würde ich sagen, du bist ein fetter Alkoholiker. Das geht nicht. Wenn du die hässlichste Fresse im ganzen Raum hast, kannst du andere Leute nicht hässlich nennen. Zudem sind diese Milchbubis nicht in der Lage, zwischen einer sach- und themenbezogenen Kritik und der Person zu unterscheiden. 30 Sekunden vorher im selben Video. Aber zum Schmücken bzw. als Penisprothese reicht das allemal. Thomas, merkst du was? Du beschwerst dich, dass Leute nicht ernsthaft mit dir reden und mega kindisch sind. Und sobald jemand ernsthafte Argumente bringt, bist du mega kindisch und blockst die Person. Du beschwerst dich, dass Leute persönliche Angriffe gegen dich fahren und sagst, deine Kritiker haben kleine Pimmel. Du bist genau wie Big Red und Nita Sarkeesian und Black Hitler und wie sie nicht alle heißen. Du wirfst deine Scheiße um dich her und sagst, der da vorne wirft mit Scheiße, verhaftet ihn. Du bist das, was du selber nicht leiden kannst vom Verhalten her. Aber weil deine Ideologie stimmt, ignorierst du alles. Und genau darum mache ich keine ernsthaften Videos, sondern nur diesen 10 Minuten aufgenommen Meme-Shit. Dieses Video hat keine Produktionsqualität, hat keinen Aufwand und ist innerhalb von ein paar Minuten gemacht. Weil die Leute auf dich antworte, kein Aufwand wert sind. Traurig, aber wahr.